Ich bin jetzt mal ganz ehrlich, langsam reicht es mir. Übrigens nein, ich bin natürlich nicht Emma. Ich bin ihre Tochter, Violet. Und ich habe genug. Ich möchte jetzt nicht wie eine 0815 pubertierende Teenagerin klingen, aber die Schule kotzt mich so an. Deshalb macht ihr heute mit mir eine kleine Reise. Und nein, es geht ganz sicher nicht nach Copperdale. Seid ihr schon gespannt? Bitte erzählt es nicht meiner Mutter. Bis gleich! Hallo, ich bin Elienix und das ist der 25. Part meiner 100 Baby Challenge. Viel Spaß! Im letzten Part hatten die Drillinge ja ihren ersten Tag an der Highschool. Für Daisy lief alles super und auch für Ivy war es eigentlich ganz in Ordnung, nur Violet hatte so ihre Probleme. Sie hat sich sehr einsam gefühlt, hat sich nicht wirklich mit irgendjemandem ihrer MitschülerInnen unterhalten und dann hat sie tatsächlich auch noch den halben Tag allein im Musikzimmer verbracht. Also ja, Violet geht es in der Highschool leider nicht so gut und wie ihr im Intro sicherlich schon gesehen habt, das werden wir in diesem Part jetzt wieder aufgreifen. Aber bevor wir reinstarten, bald ist es soweit. Am Sonntag, den 18. September, findet mein 10-Stunden-Stream auf Twitch statt. Dort wird es jede Menge unterschiedliche Spiele, Gewinnspiele und Challenges geben. Bei einer Challenge brauche ich übrigens auch eure Hilfe, also da müsst ihr mir bitte jede Menge Sims erstellen. Falls du das Video hierzu noch nicht gesehen hast, ich blende es dir jetzt hier rechts oben ein. Aber dann starten wir jetzt gleich in den Part hinein. Vielleicht hast du dich schon gefragt, warum wir jetzt hier in San Myshuno sind und nicht in Hanford und Bagley. Und das liegt ganz einfach daran, dass wir in diesem Part heute jede Menge Zeit hier verbringen werden. Außerdem wollte ich euch die vielen neuen Grundstücke zeigen. Ich habe nämlich heute im Stream gemeinsam mit euch jede Menge Grundstücke hier ersetzt. Und zwar, hier unten haben wir jetzt einen Nachtclub, der nennt sich Rockin' Rainbows. Hier oben haben wir ein Restaurant. Dann haben wir hier noch einen Downtown Coffee Shop. Hier drüben haben wir ein neues Kunstzentrum, dann haben wir noch einen neuen Park, hier haben wir noch eine neue Karaoke-Bar, die nennt sich Rockstars und hier oben haben wir auch noch den Sunspear Nightclub. Also wie ihr seht, jede Menge neue Grundstücke und es sind auch alle Teenie-Spots, also hier sollten jede Menge Teenager spawnen. Und ja, vielleicht werden wir das ein oder andere Grundstück heute schon erkunden. Ich habe natürlich alle aus der Galerie heruntergeladen, also ihr findet alles in der Galerie. Aber jetzt gehen wir mal zurück zu unserer Familie und zwar zurück nach Hanford-on-Bagley zu unserer Familie Potter. Unser heutiger Part beginnt tatsächlich ähnlich wie der letzte, also wenn ich mich zumindest richtig daran erinnere. Emma ist dabei, etwas für den Haushalt zu machen, also im Moment macht sie gerade Schokoladensirup. Die meisten Kinder sind schon im Bett, also die zwei Kleinen schlafen natürlich, unsere Rose und unser Jared. Hier oben schläft Ivy auch schon. Daisy ist gerade dabei, die Hausaufgaben zu machen. Ja, und wo ist unsere Violet? Violet ist im Wackelpark. Sie ist noch in Copperdale, genau dort, wo wir sie im letzten Part gelassen haben. Nein, Emma, du wirst jetzt nicht mit Daisy plaudern. Du wirst jetzt deiner Tochter eine SMS schreiben. Und zwar werden wir Violet eine SMS schicken und sie vielleicht einfach mal daran erinnern, dass die Sperrstunde schon vorbei ist. Und dann wird sie einfach noch eine Blaubeermarmelade machen und wir hoffen, dass Violet bald nach Hause kommt. Violet ist auch schon unglaublich müde, aber aus irgendeinem Grund möchte sie lieber noch in Copperdale bleiben und eben nicht nach Hause kommen. Oh, Emma hat gerade tatsächlich Level 10 der Kochfähigkeit erreicht. Oh mein Gott, das war eins unserer Ziele. Wir haben tatsächlich schon ein Ziel abgeschlossen. Wow, also wir haben jetzt Level 10 der Kochfähigkeit. Dann müssen wir von den Fähigkeiten noch das Backenlevel maximieren, das Erziehungslevel maximieren und ich glaube auch die Feinschmecker-Kochfähigkeit, glaube ich. Bin mir nicht mehr sicher, aber dann müssen wir an der auf jeden Fall auch noch arbeiten. Ich glaube, dafür müssen wir Gourmet-Menü zubereiten. Aber das können wir natürlich auch machen. Aber eigentlich ist der Part jetzt gar nicht glücklich, denn in Wirklichkeit sorgt sich Emma total um Violet. Und sie wünscht sich, jemanden zu küssen. Das können wir gleich mal markieren. Das wird bald passieren. Also sie muss sich unfassbare Sorgen machen. Es ist 2 Uhr früh und ihre Tochter ist noch immer nicht da. Aber ich glaube, Violet entscheidet sich jetzt auch mal wieder nach Hause zu kommen. Violet hierher bringen. Nein, Emma. Seht ihr, es ist wie beim letzten Mal. Du gehst jetzt nicht schlafen. Du wirst jetzt auf deine Tochter warten und dich mit ihr streiten.
Ich glaube, wir werden das gleich draußen erledigen. Wir werden sie einmal über Pflichten belehren. Wir werden sie jetzt einmal aktuelles Verhalten maßregeln. Und zwar werden wir sie bestrafen. Bestrafen wegen Verstoß gegen Ausgangssperre. Okay. Ich habe das tatsächlich noch nie gemacht. Ich habe keine Ahnung, was jetzt passiert und was die Strafe genau ist. Aber ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Dann müssten wir auch hier vom Bestreben nochmal etwas erfüllen. Oh. Wow, man kann da wirklich eine Strafe auswählen? Ich glaube, wir geben ihr jetzt Hausarrest. Also sie darf jetzt nur mehr zur Schule und wieder nach Hause. Mehr darf sie nicht. Und dann werden wir uns nochmal mit ihr streiten. Wir werden sie fragen, was sie für ein Problem hat und wieso sie sich nicht einfach an unsere Regeln halten kann. Emma findet nämlich, sie ist nicht streng und sie versteht einfach nicht, wieso Violet immer ausbrechen muss, wieso sie sich immer ihr widersetzen muss. Und dann werden wir uns nochmal über Hausregeln streiten. Ich mag dich momentan nicht besonders. Ich bin einfach sauer über ein paar Sachen, aber das legt sich vielleicht mit der Zeit oder auch nicht. Wow. Also Violet hatte jetzt sehr direkt gesagt, dass sie mit ihrer Erziehung so nicht einverstanden ist. Aber Emma ist die Mutter in dieser Position und Violet muss das verstehen. Also sie haben noch immer den Groll nach einem Streit. Ja. Ich hoffe, die Beziehung zwischen den beiden wird sich bessern. Aber wie immer, Violet ist ein Teenager. Deshalb wird sie jetzt einfach dem Streit aus dem Weg gehen und sich wieder in ihrem Zimmer einschließen und ins Bett gehen. Daisy ist gerade dabei, noch die Zusatzhausaufgaben zu machen. Wir wissen ja alle, sie möchte die besten Noten. Und momentan ist sie... Ja, wobei, ihre Leistungen sind ohnehin ausgezeichnet. Wir müssten nur in einer Fähigkeit Level 2 erreichen. Das heißt, wir sollten grundsätzlich sehr bald die Fitnessfähigkeit ein bisschen nach vortreiben. Emma geht jetzt auf die Toilette, dann geht sie schlafen. Sie hat zwar etwas Hunger, aber wir werden dann einfach in der Früh Frühstück für alle kochen. Eine kurze Sache möchte ich übrigens an dieser Stelle noch ansprechen. Eigentlich wollte ich es nicht tun, aber ich mache es jetzt trotzdem. Also eigentlich bin ich der Meinung, ich muss es nicht ansprechen. Es sollte selbstverständlich sein. Aber anscheinend ist es das nicht. Ich habe unter dem letzten Video einen Kommentar gelöscht. Und zwar ging dieses Kommentar darum, dass die Person der Meinung war, unsere Emma müsste abnehmen. Ich möchte an dieser Stelle sagen, ich will ehrlich gesagt keine Kommentare, die irgendetwas mit den Körpern der Sims zu tun haben. Egal, ob ihr der Meinung seid, irgendwer sollte abnehmen oder zunehmen. Ich möchte das auf diesem Kanal nicht. Diese Themen können Leute triggern und das möchte ich einfach nicht. Deshalb hätte ich gerne, dass ihr das respektiert. Ich werde alle Kommentare zu diesem Thema einfach löschen und nicht näher thematisieren. Nur, dass ihr da Bescheid wisst. Jared? Okay. Jared möchte Ivy aufwecken. Warum möchtest du Ivy aufwecken? Was ist deine Mission? Aber okay, dann weck eben deine Schwester auf. Sie ist ohnehin schon gleich ausgeschlafen. Gut. Und er wünscht sich mit Emma rumalbern. Oh, wie süß ist das? Wie geht es eigentlich Rose? Also ich muss sagen, die zwei Kleinen gehen wirklich unter momentan. Aber ich glaube oder ich hoffe, dass das besser wird, wenn sie dann zu Kindern oder eben zu Teenagern werden. Oh, und unser Coco muss auf die Toilette. Ja, Ivy, gut. Deine Nacht ist jetzt vorbei. Kümmere dich einmal um deinen Bruder. Und zwar wirst du jetzt einmal ihm eine lustige Geschichte erzählen. Und dann musst du gleich mal mit deinem Hund einen mittleren Spaziergang machen. Es ist 7 Uhr, sie kann ohnehin schon aufstehen. Ja, sie erzählt ihm jetzt etwas über Bindungsphobie und über ein Pissoir. Und über Scheidungen. Wow. Diese Geschichte würde ich sehr gerne hören. Okay, Jared fand sie anscheinend genauso verwirrend wie wir. Aber es geht ihm zumindest ein bisschen besser. Oh, sie müssen schon in einer Stunde in der Schule sein. Das ist nicht gut. Ja. Ivy, geh jetzt bitte mit dem Hund spazieren. Und sie fühlt sich schon wieder beschämt wegen ihrer Akne. Und wegen einem peinlichen Post auf Sozialhase. Hä? Ivy, was ist passiert? Es ist ein bisschen ausgeartet. Eigentlich sollte es nur eine freundschaftliche Kissenschlacht werden. Was ist es mit diesen Kissenschlachten? Oh, ich glaube, sie ist traurig, weil sich die Followerzahl um 0 verändert hat. Oh. Arme Ivy. Aber gut, geh jetzt mal mit deinem Hund spazieren. Mehrere deiner Sims müssen zum Unterricht. Möchtest du ihnen folgen oder sollen sie ohne dich gehen? Die Zeit vergeht immer so schnell. Aber ich werde jetzt Sims zum Folgen wählen. Aber ich werde nur Violet folgen. Und zwar werden wir jetzt mit Violet zur Schule reisen. Aber... sie wird in Wirklichkeit nicht zur Schule gehen, sondern sie wird schwänzen. Ich meine, aus dem Intro wisst ihr jetzt eh schon, wo sie hingeht. Und zwar wird sie nach San Myshuno fahren.
und sich mit ihrem Vater treffen und sich einfach dort ein wenig umschauen. Wir alle wissen, Gabriel ist nicht unbedingt der beste Vater. Das heißt, es wird ihn auch nicht unbedingt stören. Wahrscheinlich checkt er nicht mal, dass die Schule schwänzt. Wahrscheinlich sagt sie ihm einfach, ja, wir haben schulfrei, weil es ist irgendein Feiertag. Und deshalb habe ich mir gedacht, ich besuche dich jetzt einfach. Und Gabriel hinterfragt das alles nicht und glaubt ihr einfach. Genauso schätze ich ihn zumindest ein. Gut, hier sind wir jetzt. Und zwar werden wir jetzt das Ereignis beenden. Wir werden die Schule früher verlassen. Violet hat beschlossen, heute frühzeitig den Unterricht zu verlassen. Sie sollte aufpassen, dass das Schulpersonal sie nicht erwischt. Nein, das Schulpersonal wird uns definitiv nicht erwischen, denn wir reisen jetzt nach San Myshuno. Und zwar San Myshuno reisen wir jetzt hier zu Gabriel. Ich hoffe zumindest, er ist da. Aber das sehen wir dann eh einfach. Ich bin schon ein bisschen aufgeregt. Ich war in dem Apartment nämlich tatsächlich schon ewig nicht mehr. Also beim Intro vom ersten Video. Und ich glaube, einmal hat Emma Gabriel kurz besucht, wenn ich mich richtig erinnere. Aber ansonsten waren wir schon ewig nicht mehr da. Und hier sind wir. Und alle stehen gleich im Flur. Nein, nicht zur Schule gehen. Nicht zur Schule gehen. Du schwänzt Schule. Vergiss das nicht. Okay. Perfekt. Hier haben wir jetzt Gabriel. Dann werden wir... Oh, wir verstoßen ja auch gegen den Hausarrest. Okay. Wir werden ihn jetzt einmal bewundern und werden einfach sagen, hey Dad, ich habe dich voll vermisst. Deshalb wollte ich dich jetzt einmal besuchen. Dann werden wir ihn versuchen aufzumuntern. Er ist aus irgendeinem Grund sehr, sehr traurig. Ich habe keine Ahnung, was bei ihm los ist. Und dann werden wir ihm eine unglaubliche Geschichte erzählen und werden einfach sagen, hey, ich bin jetzt auf der Highschool und alles ist voll super, alle lieben mich, weil ich bin einfach die Tollste von allen. Oh, er ist wirklich traurig. Verstehen sich die beiden jetzt eigentlich schon besser? Ich finde das noch immer so schlimm, also dieses ungewollte Kind. Ich hoffe, dass das irgendwann mal weggeht. Stimmt, ich weiß schon, wann wir das letzte Mal bei ihm waren. Wir waren sogar mit Violet bei ihm. Weil wir haben doch hier auf seinem Keyboard gespielt, fällt mir gerade ein. Ist das seine Wohnung? Ja. Dann werden wir jetzt mal zu ihm in die Wohnung schauen. Perfekt, dann können wir jetzt ein bisschen Klavier üben, während er irgendetwas anderes macht. Keine Ahnung, was auch immer ein Gabriel so den ganzen Tag macht. Er muntert sich selbst vor dem Spiegel auf, glaube ich zumindest. Und dann könnten wir ja eigentlich mit ihm frühstücken gehen. Wieso kann sie nicht ganz normal Keyboard spielen? Was ist das immer mit diesen komischen Tönen? Ich verstehe es nicht ganz. Oh, und Gabriel spielt jetzt auch noch Gitarre. Oh mein Gott, die beiden passen einfach so gut zusammen. Und ihr Handy läutet. Wir gehen jetzt nicht ran, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass das der Direktor ist. Sie spielt einfach Keyboard, ihr Vater übt Gitarre. Die beiden sind sich einfach so unglaublich ähnlich. Ich habe übrigens gerade vorhin einen Kommentar unter dem letzten Part bekommen, dass Violet ja von zu Hause abhauen könnte und eine Zeit lang bei Gabriel wohnt. Und ja, vielleicht hatte ich das tatsächlich schon geplant, dass das in Zukunft mal passieren wird. Jetzt noch nicht. Also jetzt ist sie ja noch jung und verbringt einfach Zeit und testet ihre Grenzen aus. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es früher oder später einfach total eskaliert, also der Streit zwischen ihr und Emma. Und dann braucht sie vielleicht eine Auszeit hier in San Myshuno. Aber gut, jetzt gehen die beiden einfach mal etwas frühstücken. Ich habe jetzt zwar ein Restaurant platziert, aber ich bin mir jetzt nicht sicher, ob man da frühstücken kann. Sonst gehen wir hier in dieses Café, Downtown Coffee Shop. Ich glaube, das passt ganz gut. Dann gehen die beiden da jetzt zusammen hin und er zeigt ihr einfach mal so seine Stadt und wie es eben ist, hier in San Myshuno zu leben. Weil wie wir aus dem Intro ja wissen, Gabriel war damals in Mount Komorebi nur auf Urlaub. Also ich glaube zumindest, dass ich das im Intro erwähnt habe. Das war zumindest meine Idee. Also ich glaube, er ist eben hier aufgewachsen in San Myshuno. Also das Schuleschwänzen funktioniert irgendwie gar nicht so gut. Sie möchte die ganze Zeit trotzdem zur Schule gehen. Können wir das nirgends auswählen, dass sie gerade Schule schwänzt? Nein, okay. Ja, keine Ahnung. Gut, dann können wir uns hier etwas zu essen nehmen. Wir werden Essen bestellen. Zum hier essen und zwar ein Schokobrötchen. Ich glaube, so etwas würde Violet essen. Und dann können sich die beiden ja hier draußen zusammen hinsetzen.
Es sinkt jetzt einfach auch die ganze Zeit ihre Verantwortung, weil sie eben draußen ist, obwohl sie Hausarrest hat. Wo haben wir das denn hier? Wow. Ihre Verantwortung ist schon ziemlich im roten Bereich. Also langsam wird sie dann wirklich unverantwortlich. Eigentlich ist alles ziemlich im roten Bereich, außer die Manieren. Okay, keine Ahnung wieso. Aber wir unterhalten uns jetzt einfach noch ein bisschen mit Gabriel. Wir werden ihm noch eine fesselnde Geschichte erzählen. Wir werden ihm einmal Respekt zeigen. Und wenn wir ihm Respekt zeigen, werden wir einfach sagen, hey, ich habe gehört, dass du so gut Gitarre spielen kannst. Ich interessiere mich selbst voll für Musik und ich glaube, das würde voll gut passen, wenn wir mal zusammen Musik machen. Können wir das nicht auch hier über Vorlieben und Abneigungen nach Musikgeschmack fragen? Dann werden wir ihn noch einmal kennenlernen. Dann können sie sich vielleicht noch mehr über ihre Interessen austauschen. Wow, ihre Verantwortung sinkt wirklich die ganze Zeit. Ihr Handy läutet einfach schon wieder. Jetzt gehe ich... Oh nein. Jetzt ist der Direktor. Dann weiß ich nicht, wer es vorher war. Keine Ahnung. Gut, jetzt haben die beiden hier gefrühstückt. Also ich finde das Kaffee wirklich unglaublich süß. Aber irgendwie möchte sie schon wieder aufbrechen. Und sie hat tatsächlich schon wieder Hunger. Okay, also jetzt hat Gabriel ihr eben sein liebstes Kaffee gezeigt, wo er eben sehr viel Zeit verbringt. Und dann schauen wir jetzt aber gleich mal weiter, weil er möchte ihr noch so viel mehr zeigen, wenn sie jetzt schon einmal da ist. Und zwar gehen sie jetzt hier in das Kunstzentrum, das direkt neben seinem Apartment ist. Das habe ich eben heute auch im Stream platziert und das finde ich unglaublich cool. Also ich finde, es passt perfekt hier hin und es passt auch perfekt zu Gabriel und Violet. Also ich bin schon sehr gespannt, was ihr davon haltet. Ich finde, es passt wirklich super zu den beiden. Und hier sind wir. Wow. EA, bitte fix deine Bugs. Hier sind wir jetzt. Das ist das Kunstzentrum. Hier unten haben wir jede Menge Bilder. Dann haben wir hier so eine Leseecke, hier haben wir ein Fotostudio, dann noch weiter oben haben wir hier ein kleines Café und da steht eine Gitarre. Und noch weiter oben haben wir hier ein paar Staffeleien und hier kann man auch wieder musizieren. Also das passt einfach perfekt zu den beiden. Hier ist übrigens eigentlich so eine Couch, aber ich habe das ersetzt, weil ich mir gedacht habe, damit es eben besser zu Gabriel und Violet passt. Und ja, jetzt sind die beiden hier und eigentlich... Ich glaube, ich möchte Violet am liebsten wieder ein bisschen am Klavier üben und schauen wir einfach mal, was Gabriel macht. Gabriel ist wirklich unfassbar traurig, also er weint irgendwie die ganze Zeit und versucht sich aufzumuntern. Es würde mich echt interessieren, was bei ihm los ist. Ich habe wirklich keine Ahnung. Oh, und Violet fühlt sich jetzt auch selbstsicher, weil sich erfolgreich einer Angst gestellt hat. Violet hat ihre Angst mit einem Seufzer der Erleichterung besiegt. Sie hat das Gefühl, es könnte ihr nichts und niemand etwas anhaben. Oh. Und jetzt fühlt sie sich schlecht, weil sie gegen Strafe verstoßen hat und weil sie eigentlich Hausarrest hat. Wer ruft sie schon wieder an? Schon wieder der Direktor. Also der Direktor von der Highschool ist wirklich hartnäckig. Wer bist du? Bess Rico, sie ist die Unternehmerin. Ah, ihr gehört das Ganze. Okay, dann können wir uns bei ihr eigentlich auch mal freundlich vorstellen und einfach vielleicht schwärmen, wie toll wir den Spot hier finden. Weil ich glaube, Violet wird hier noch sehr viel Zeit verbringen. Dann werden wir... ihr von unseren Ideen erzählen und einfach sagen, ja, ich mache selbst so gern Musik und ich zeichne auch gern oder ich würde zumindest gern zeichnen lernen. Und ich finde das total super, dass du das hier alles gratis zur Verfügung stellst. Und dann werden wir uns einmal für Klaviersonaten begeistern und ihr erzählen, dass Klavier unsere große Leidenschaft ist. Ich meine, sie hat zwar erst Klavier Level 2, aber das wird auf jeden Fall noch ansteigen. Und dieser Alien, Jupiter Albert Wolfskind, möchte auch mit uns sprechen. Ah, ich glaube, den hat jemand von euch erstellt. Also an Jupiter kann ich mich erinnern. Dann werden wir uns jetzt auch einmal bei ihm freundlich vorstellen. Ich weiß auch nicht, warum er jetzt in der Alien-Form ist. Weil normalerweise sind sie dann doch in der Menschenform, oder? Das finde ich ein bisschen seltsam. Was hält sie denn von ihm? Okay. Wir finden, er ist verantwortungsvoll und er findet, wir sind interessant. Und bei Bess? Wir finden, sie ist nervig und sie findet uns interessant. Okay, ich hätte eher gedacht, dass Violet sie ein bisschen cooler findet, aber anscheinend nicht. Oh, und ich glaube, sie würde gern hier sich auch mal an Street Art versuchen. Dann werden wir das Gemälde hier mal entfernen und werden was Neues zeichnen. Ich bin auch schon sehr gespannt, wie talentiert Violet ist, was so das Künstlerische betrifft. Also musikalisch ist ja sehr gut, aber jetzt eben bildnerische Künste. So, jetzt haben wir das entfernt und jetzt werden wir
zusammen Kultur-Street-Art malen. Oh mein Gott, wie cool ist das? Gabriel kann einfach mitzeichnen. Okay, also Violet ist jetzt hier im Zeichnen. Gabriel sieht irgendwie nur zu. Vielleicht kann er doch nicht mitzeichnen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber ich bin schon sehr gespannt, was dabei herauskommt. Sie hat jetzt auch die Malereifähigkeit erworben. Daisy ist aus der Schule zurück. Die Schokolade kann zurück in den Kühlschrank. Ihre Leistungen sind gerade noch befriedigend. Hä? Verstehe ich nicht ganz. Und wir haben wieder die Benachrichtigung, dass der Abschlussball vor der Tür steht. Ja, das wissen wir tatsächlich. Ich möchte, dass du weitermalst. Gabriel tadelt sie jetzt einfach? Hä? Hat er sie jetzt gerade getadelt, weil sie Stubenarrest hat? Woher soll denn er das jetzt wissen? Das finde ich jetzt ein bisschen komisch. Vielleicht hat Emma ihn angerufen? Oh, aber jetzt malen die beiden endlich gemeinsam. Gabriel ist wieder weg und Violet macht wieder alleine weiter. Gabriel ist in der Zwischenzeit schon nach Hause gegangen und Violet spielt jetzt hier ganz alleine Schach. Sie möchte nämlich einfach noch immer nicht nach Hause. Und ja, irgendwie ist sie aber trotzdem ganz schön einsam. Also ich schau mal, was sonst auf Sozialhase passiert ist, ob sich irgendjemand überhaupt bei ihr gemeldet hat. Ja, okay, Christian hat uns schon geschrieben, Violet, was geht? Also ich werde da jetzt mal drauf reagieren. Ich glaube, er macht sich einfach Sorgen, weil sie heute nicht in der Schule war und auch Amy hat sich bei uns gemeldet. Wir sagen einfach, es ist alles in Ordnung. Wir sind nur bei unserem Vater. Wir haben ihn jetzt mal besucht. Und ich schaue nochmal, ob hier wirklich niemand ist. Ich habe so coole Teenager hier platziert. Hier ist ein Wolf. Rory. Warum ist Rory hier? Okay, eigentlich müsste es jetzt schon bald schlafen gehen. Oh, hier ist ein Teenager, den ich platziert habe. Ja! Das ist Sarah Fang. Also sie ist die Tochter von Victor und der anderen Fang. Ich habe gerade ihren Namen vergessen. Auf jeden Fall finde ich sie unglaublich cool. Und deshalb werden wir uns jetzt einmal bei ihr vorstellen. Und zwar, ich möchte mich einfach normal vorstellen bei ihr. Ja, wir werden uns freundlich bei ihr vorstellen. Ich hoffe, die beiden verstehen sich gut. Okay, sie verstehen sich schon mal gar nicht gut. Wir finden sie interessant und sie findet, wir sind im Traumland. Alles klar. Warum versteht sich in letzter Zeit niemand mehr mit Violet? Violet ist doch eh so lieb. Wir werden sie nach ihrer Stimmung fragen, dann werden wir ihr von Ideen erzählen und dann werden wir einmal Fotos mit ihr teilen und ihr einfach erzählen, dass wir zum ersten Mal hier sind und vielleicht erzählen, wer unser Vater ist. Wer weiß, vielleicht kennt sie ja unseren Vater. Ich könnte mir vorstellen, dass es schon ziemlich viele Leute gibt, die Gabriel kennen, gerade weil er Musik macht und vielleicht tritt er auch öfter hier in irgendwelchen Bars oder Clubs auf. Und vielleicht kennen ihn deshalb ein paar Leute. Das kann leicht sein. Also jetzt zeigt sie gerade Fotos von Gabriel hier. Ja, sie kennt ihn definitiv. Dann werden wir einmal von unseren liebsten sozialen Medien schwärmen, unser Outfit herzeigen und dann werden wir ihr noch eine fesselnde Geschichte erzählen. Okay, der erste Eindruck war anscheinend falsch, denn die beiden verstehen sich tatsächlich gut. Wir werden jetzt noch eine tiefgründige Unterhaltung mit ihr führen. Dann werden wir jemanden parodieren. Ich meine, Sarah ist aus irgendeinem Grund sehr, sehr wütend. Keine Ahnung warum, aber sie fühlt sich unbekümmert. Ich weiß nicht mal, woher diese Stimmung kommt. Also, wenn jemand von euch diese Stimmung kennt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Was hat denn Violet? Ja, Violet ist auch noch immer unfassbar angespannt. Leider. Aber sie haben schon eine neue Stimmung miteinander. Violet fühlt sich Sarah schon voll verbunden. Größere Nähe durch glückliche Erinnerungen. Ist das süß. Oh, und Emma schreibt uns jetzt eine SMS. Die Ausgangssperre beginnt bald. Wenn du nicht schnell nach Hause kommst, wird es Ärger geben. Also Emma weiß jetzt, dass Violet nicht in der Schule war. Emma weiß, dass Violet den ganzen Tag irgendwo unterwegs war und niemand weiß wo. Weil ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Daisy oder Ivy deshalb gelogen haben. Und ich glaube, Violet möchte sich nicht ganz verhauen mit ihrer Mutter und deshalb werden wir jetzt nach Hause gehen. Aber auf jeden Fall werden wir vorher Sarah noch zu unserem Sozialhase hinzufügen. Und zwar werden wir Sarah Fang zu unseren Kontakten hinzufügen und können sie dann auch gleich mal taggen in einer freundlichen Nachricht.
Jeder braucht so eine beste Freundin wie Sarah. Ein Leben ohne sie ist unvorstellbar. Wow. Violet, du hast sie gerade vor einer halben Stunde kennengelernt. Aber okay. Und dann werden wir einmal über Leidenschaft für Partys posten. Und zwar eine energiegeladene Story. Partys verleihen mir Schwung, das Chaos, die Freiheit, selbst die Energie im Raum ist aufgeheizt. Okay, alles klar. Und dann gehen wir jetzt aber nach Hause. Ich könnte mir vorstellen, dass sie jetzt auch deshalb mehr postet, weil sie einfach möchte, dass die Leute in der Schule mitbekommen, dass sie Freunde hat und dass sie eben nicht ganz allein und einsam ist, so wie es in der Schule leider wirkt. Und hier sind wir wieder. Okay, Ivy ist jetzt hier draußen. Anscheinend hat sich Ivy auch Sorgen gemacht um Violet. Deshalb werden die beiden jetzt ein bisschen streiten. Und zwar werden wir auch jetzt einmal mit ihr über die Schule streiten. Weil Ivy eben sagt, Violet, es ist nicht in Ordnung, dass du einfach die ganze Zeit Schule schwänzt. Und dann wird Violet sich jetzt einfach über ihre Probleme beschweren, ihrem Ärger einmal Luft machen und einfach erzählen, dass sie so nicht damit klarkommt, wie das alles gerade läuft und dass sie es einfach nicht aushält zu Hause und mit Emma nicht klarkommt. Und Ivy kann das halt überhaupt nicht verstehen, weil für Ivy läuft alles super. Ivy liebt alles am Hof. Ivy kommt mit Emma gut klar. Ja. Das ist jetzt halt leider so. Gut, aber dann kümmere ich mich mal ganz kurz um die anderen. Gut, und weil Ivy das nicht versteht, wird sie jetzt auch dem Gespräch aus dem Weg gehen und wird sich, auch wenn es sehr spät ist, noch um den Hof kümmern. Und zwar werden wir alles ernten, dann werden wir jäten und dann werden wir auch hier einmal Eier einsammeln und den Stall säubern. Und dann zum Abschluss wird sie auch noch den Viehstall säubern und Betsy herbeirufen, weil heute in der Früh sind wir da ja leider zu gar nichts gekommen. Und das gehört eben jeden Tag gemacht. Daisy, du kannst mal wieder deine Hausaufgaben machen. Denn aus irgendeinem Grund bist du ja einfach nur mehr Dreier-Schülerin. Das ist doch eine Lüge. Sie hat doch eine ausgezeichnete Leistung. Und Emma, du streitest dich mal wieder mit deinem Lieblingskind. Minus Herz? Wieso hat sie jetzt Minus Herz? Hä? Ich verstehe nicht, was hier passiert. Es war sicher wieder irgendwas mit dem Sozialhasen, was ich nicht verstehe. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe den Sozialhasen einfach nicht. Aber alles gut. Ivy ist jetzt rebellisch. Okay, das ist was Neues. Aber Emma wird sie jetzt einfach mal rügen, weil sie die Strafe nicht befolgt hat. Ich glaube wirklich, dass Emma mit ihrem Latein bald am Ende ist und einfach nicht mehr weiß, was sie machen soll. Die beiden streiten sich jetzt wie immer. Ja, das passiert ja eigentlich den ganzen Tag. Und Violet wird jetzt auch mal wieder ins Bett gehen und sich einfach von allen abseilen. Also es war ja in letzter Zeit wirklich so, wenn sie zu Hause war, hat sie geschlafen. Sie war sonst für nichts anderes zu Hause. Gut, und Emma wird sich jetzt mal um ihre anderen Kinder kümmern. Die gibt es ja immerhin auch noch. Sie brauchen beide etwas zu essen. Dann werden wir jetzt da einfach mal Reste aus dem Kühlschrank nehmen. Haben wir noch irgendetwas hier, das nicht verdorben ist? Ja, Pan de Muerto. Das ist noch gut. Perfekt. Dann kann Jared da etwas nehmen und Rose kann etwas nehmen. Aber ich glaube ganz ehrlich, dass Emma jetzt auch ein bisschen aus der jetzigen Situation fliehen muss. Also ich glaube, es ist ja einfach zu viel. Was macht Lilith Vatore hier? Nein, geh. Wir möchten dich hier nicht haben. Wir schicken sie jetzt nach Hause. Okay, sie ist gegangen. Sehr gut. Und Emma braucht jetzt einfach Ruhe und muss mit jemandem sprechen. Und deshalb wird sie jetzt Lenny einladen. Ich hoffe, es ist nicht zu spät und er kommt trotzdem vorbei. Sonst müssen wir etwas anderes mit ihm unternehmen. Ivy hat schon wieder Angst. Vor was denn? Okay. Ivy hat immer Angst vor dem Dunklen. Ja, perfekt. Lenny wird gleich da sein. Das ist sehr, sehr gut. Dann kannst du hier jetzt auch noch eine Kleinigkeit essen. Und warten, bis Lenny vorbeikommt. Oh, Lenny ist da. Perfekt. Dann werden wir jetzt gleich mal eine Gruppe mit ihm bilden. Und dann setzen wir uns einfach mal hier auf den Küchentisch und werden uns ein wenig mit ihm unterhalten. Setzt euch hin. Beide. Wir werden ihm mal den Tag verschönern. Sie möchten nicht sitzen, alles klar. Warum können Sims eigentlich nie sitzen? Dann werden wir ihm einfach mal Erziehungstipps geben. Warum auch immer. Wir werden, glaube ich, einfach erzählen, wie es bei uns läuft und was unsere Meinung von Erziehung ist.
Jared möchte auch im Gespräch dabei sein, alles klar. Warum sind denn alle so unglaublich traurig? Dann werden wir ihm eine dramatische Geschichte erzählen. Dann werden wir noch ihn bewundern. Warum hat Daisy ein gebrochenes Herz? Daisy? Ist irgendwas mit Sydney vorgefallen? Nein, die verstehen sich gut. Daisy, du kannst jetzt auch noch mal was essen. Ivy, du wirst Betsy putzen, Betsy melken, Betsy füttern und dann kannst auch du duschen gehen und einmal schlafen. Und Emma und Lenny unterhalten sich. Müsste der kleine Jared nicht auch mal ins Bett? Nein, der ist eigentlich nicht müde, er hat nur Hunger. Ja, dann isst doch etwas. Wieso essen sie dann auch nicht? Und dann werden wir jetzt ein streng vertrauliches Geheimnis enthüllen, was auch immer das ist. Oh, sie tratschen jetzt miteinander. Ist das süß? Und dann werden wir ihn jetzt einmal anflirten. Ich hoffe, dass das für ihn in Ordnung ist. Sehr gut. Dann kann sie ihn einmal umarmen. Dann werden wir einmal Händchen halten. Und dann werden wir einen mutigen Anmachspruch machen, weil sie fühlt sich gerade selbstsicher und deshalb passt das sehr gut. Gut, dann werden wir ihm ein Kompliment übers Aussehen machen. Warum stinkt dieses Kind so? Und hier sind wir wieder. Die beiden mussten eine kleine Pause einlegen. Ich musste die Kinder alle ins Bett stecken. Dann werden wir noch einmal mit ihm flirten. Und dann können wir dann eigentlich auch schon den ersten Kuss erleben. Also bei Lenny habe ich wirklich ein gutes Gefühl. Er scheint es wirklich ernst zu meinen mit ihr. Nicht so wie die anderen. Oh, das will ich nicht verpassen. Oh. Ich meine, die Lippen haben sich irgendwie gar nicht berührt, aber es war süß. Dann werden wir jetzt nochmal flirten. Oh, jetzt möchte sie noch unter Mistelzweig küssen. Wie süß ist das? Dann werden wir noch einen Anmachspruch loslassen. Oh. Jetzt möchte er das irgendwie nicht mehr. Ich bin verwirrt. Okay. Er ist nicht kokett. Darüber müssen wir uns im Klaren sein. Das ist immer ein bisschen kompliziert dann. Aber dann werden wir mit altem Freund schäkern. Was ist das für eine Interaktion? Okay, jetzt verstehen sie sich natürlich wieder blendend. Dann werden wir ihm noch ein Kompliment über sein Aussehen machen. Irgendwie könnte ich mir vorstellen, dass das für Lenny so die erste Beziehung ist. Also ich meine, sie sind ja noch nicht zusammen, aber so halt das erste Mal, dass er für eine Frau so empfindet. Weil irgendwie verhält er sich so. Ich kann es auch nicht ganz beschreiben, aber irgendwie verhält er sich so. Und dann werden wir ihn nochmal küssen und dann werden wir ihn fragen, ob er unser Freund sein möchte. Oh, er flirtet auch die ganze Zeit jetzt mit uns. Wie süß ist er? Bitten, Freund zu sein. Perfekt. Dann wird sie ihn jetzt bitten, ob er ihr Freund sein mag. Oh, die beiden sind zusammen. Emma ist gerade zum ersten Mal wirklich in einer Beziehung. Also die anderen waren ja nicht wirklich ihre Freunde und die sind jetzt wirklich zusammen. Oh, und jetzt muss er auch nach Hause. Aber kein Problem. Lenny ist jetzt unser fester Freund. Das macht mich sehr glücklich und ich hoffe, ihr seid auch alle damit einverstanden, dass Emma jetzt mal eine ernstere Beziehung hat. Ich glaube, dass das ganz gut passt, vor allem nach dem Ganzen mit Gabriel und mit Raoul. Die beiden waren ja wirklich nicht so die besten Männer, die sie sich aussuchen hätte können. Übrigens ist mir etwas aufgefallen. Also Gabriel ist noch ganz allein, wie wir sehen, aber Raoul hat tatsächlich noch zwei andere Kinder. Und zwar hat er Angela mit Lana, keine Ahnung, wer das ist. Und dann gibt es auch noch Aneta, die hat er tatsächlich mit Yuki Bear. Wow. Ja, also Raoul ist ganz schön herumgekommen in der Zeit, in der wir uns um seine Kinder gekümmert haben, hat er mehr Kinder bekommen. Und er ist noch dazu mit keinem dieser Personen zusammen, er ist nach wie vor Single. Aber gut, mit diesen neu erworbenen Informationen werde ich den Part an dieser Stelle dann auch beenden. Und nun sind wir schon wieder am Ende meines Videos angelangt. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Und wie immer freue ich mich über jedes Like, über jedes Abo und über jedes Kommentar. Und ich hoffe, wir sehen uns in meinem nächsten Video wieder. Bis bald!